Ja, jetzt kommt wieder der bekannte Fake wieder. Jetzt machen wir wieder das mit den Tischen. Mal gucken, ob das klappt mit den beiden. Versuche dann nochmal mit meinem Stimmenverzerrer, aber die werden das wahrscheinlich nicht abnehmen. Aber das habe ich ja letztes Mal auch gedacht, wo wir mit den letzten gespielt haben, dass sie das überhaupt nicht abnehmen mit diesem Easter Egg oder beziehungsweise Bug hatten wir es ja da noch genannt. Jetzt probieren wir es halt. Jetzt probieren wir es nochmal und dann mache ich gleich mal mit dem Stimmenverzerrer dann irgendwelche Geräusche dann, sobald er dann die Kerzen draufgestellt hat. So, muss mal wieder kurz mich mal im Kurz schließen mit dem Eigenliebe, dass ich dann gleich Stimmenverzerrer mache, sobald er dann die vier Kerzen dann da in den Raum platziert hat und die Geisterbox in die Mitte. Deswegen werde ich ihm wahrscheinlich gar nicht sagen, wie das funktioniert. Hey, vollzählig. George, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ich mache mich schon mal warm. Eins, zwei, eins, zwei, eins, 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 zwei, drei, oh, fünf, neun. Also Kerzen eins, sollen mit, eins, ja? Zwei, eins. Genau. Ja, das können wir, wir müssen ja erstmal den Geist finden. Wir müssen erst ganz normal den Geist in den Raum finden. Also ganz normal. Haben wir den Schlüssel? Ja, den habe ich eingesammelt. Ich nehme noch eine EMF-Box mit. Gibt's einen Plan? Ja, wir teilen uns auf, würde ich sagen. Teacher Blair? Ich habe einen Thermometer. Grund Wurst, Beton haben Thermometer. Habt ihr eins oder habt ihr zwei? Jeweils eins. Okay, dann gehe ich mit dir mit. Du bist Beton, gell? Richtig. Ich geh doch Jimmy. Lustige Sitzung. Nein, aber du schaffst es gerade los. Ich geh doch Jimmy. Wo? Wir gehen jetzt zu George. Hier ist ja schon die Tür. Wir gehen jetzt George besuchen. Ach mein Bruder. Mein Bruder. Ja, George. Wir müssen in das Haus hier. Ja, ich komme sofort. Ich versuche nur die große Taschenlampe. Ja, irgendwie ist die große Taschenlampe verschwunden. Die ist unterm LKW gepackt. Ich nehme jetzt die kleine. Ganz kurz bitte kein Licht anmachen. In keinem Raum und in keinem Flur, weil nachher darf nur ein Licht brennen. Das ist ein bestimmter Ort. Und wie soll das gehen? Was? Wir gehen rechts, oder? Ja, ihr geht rechts. Beton und ich sind links. Ich hör. Oh, wir haben hier schon Klingeln. Schluss. Okay, es ist ein Klassenzimmer. Wir können den Easter Egg ausnutzen. Woher weißt du, dass es ein Klassenzimmer ist? Weil es geklingelt hat. Ach so? Es gibt keine. Ach so. Dachte, ich hätte die schon in der Hand gehabt. Die Taschenlampe. So verwirrt bin ich schon. Gib mal bitte an dein Telefon. Also es wird irgendwo bei uns sein, vermutlich. Also das kommt auch aus uns nach.
Verzeihung. Hallo. 13 Grad. Telefon? Telefon. Ich glaube, das kommt bei uns. Ist das hier bei uns? Alter, Sporthalle ist ja auch richtig groß, ne? Ja, ja. Hier, hier, hier. Wo ist hier? Hier war gerade kurz minus gerade, jetzt ist wieder normal. Minus 5, ganz rechts. Am Ende der. Am Ende des Raums. Der Highschool. Was komisch, die Temperaturen. Die Temperaturen sind aber dann hochgegangen. Also bei mir zumindest. Ah, da sind sie. Lichtern. Ich habe euch gesagt, ihr sollt kein Licht anmachen. Haben wir nicht. Der Geist macht doch auch immer ab und zu das Licht an. Minus 8 Grad. Naja. Dann, sorry, dass ich euch. Nee, dann ist es der Raum hier. Ja, der hier ist es. Minus 9. Sorry, dass ich euch, bezichtigt habe. Dann war das der Geist mit dem. Ja, der böse Geist. Ja, wir waren wieder schuld. Jetzt ist Licht aus. Oh Leute, sorry, aber ich muss jetzt ins Bett. Ab morgen früher einen Termin beim Arzt. Ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffe, bis bald. Ja, danke, dass du da warst. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute beim Arzt. Und ja, nächstes Mal kannst du ja gerne dann mal mitzocken. Auf jeden Fall. Sorg dir ein Headset, wenn du noch keinen hast. Können wir gerne zusammen zocken nächstes Mal. Dann gute Nacht, die wünsche ich dir. Also gleich, wenn wir das aufgestellt haben. Wie bitte? Ich rede eigentlich zu. Gleich, wenn wir das aufgestellt haben, muss einer oder zwei, ist mir eigentlich völlig bums, auf jeden Fall ganz nach oben, und zwar ganz links oben, das letzte Zimmer, das links ist, da muss Licht angemacht werden, und sonst darf in keinem anderen Raum in dem Gebäude Licht an sein. Also ob ich den Raum finde. Ja, das geht einfach. Einfach hochgehen. Guck mal, ich zeige dir kurz hier auf der Ding, dann kannst du nachher hochgehen. Warte mal. Also du gehst hier da, wo der Generator ist, siehst du den? Ja. Grünes Symbol. Genau, da gehst du hoch. Ja, dann super. Bist du hier oben, dann guten Abend. Da ist links, da wo diese gelbe Kamera ist, die ganz, also das ist jetzt eigentlich rechts unten. Entschuldigung, ich versag's mir falsch, da rechts. Von dir aus, von uns aus gesehen ist rechts unten. Diesen Raum machst du das Licht an. Also den hier. Ja. Ja, also ist eigentlich von uns aus jetzt, wenn du reingehst, links alles. Okay, was brauche ich? Ich brauche die Kerzen. 1, 2. Kann mir noch jemand einen hier Feuerzeug mitnehmen? Also ich habe auch 2 Kerzen in der Hand. Perfekt. TJ Player, würdest du bitte Feuerzeug annehmen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hab ich. Ganz dünnes Eis. Hab ich. Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist leer, wenn wir da sind, aber ist egal. Komm, wir versuchen es. Meine Finger werden heiß. Und Bratwurst, würdest du schon da hochgehen, mal links oben und das Licht anmachen? Oh, ist das heiß. Muss das schon an sein? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir es nachmachen, wenn wir alles drin haben, hast recht. Komm, wir machen es. Also, ich würde mir einen. Schön, dass Bratwurst das macht. Ich würde mich einkacken. Ja. Aber Bratos, du kannst oh schon mal. Oh Mann, die macht doch auch gut mit hier, ey. Na gut, dann mach ich das und dann renn ich hoch. Teacher Player, lauf mal Beton bitte hinterher. Bei mir jetzt. Also ich lauf dir hinterher. Wie bitte? Ich lauf dir hinterher. Dann lauf mir hinterher, das passt auch. Und mach bitte keinen Scheiß mit dem Feuerzeug. Ich habe das noch nie ausprobiert und ich will mal wissen, ob das funktioniert. Nee, ich hab Feuerzeug aus. Ich hab's Feuerzeug aus. Ja, aus ist sehr gut, aber nicht. Ja. Wie heißt denn der Geist? George. Mehr weiß. Und mit Nachnamen? Okay, das müssen wir nachher uns merken. Okay, Teacher Player, wirf mal dein Feuerzeug dahin. Da. Ja, danke. Dann gehe ich mal nach oben.
Ja. Ist ja auch immer sowas mitmachen, die Leute, ne? So ein Käse, ne? Was gar nicht funktioniert. Ja, danke. Ich hole mir irgendwie ein Buch oder sowas. Ah ne, das haben wir schon. Okay. Ja, ich müsste irgendwann noch den Namen ganz erfahren. Ist schon dumm, ne, Spico? Haben wir den... Ist so schwachsinnig. Haben wir... Ist der EMF ist der Anja. Oh. Genau, wo ist denn die Geisterbox? Die brauche ich. Ich geh mal in den Wagen. Ja, bring mal die Geisterbox bitte mit, die brauche ich. Sehr, sehr ungern. Und merk dir gleich den Namen vom Geist bitte, die brauche ich auch. Geht schon gleich alles gut bei dir? Ja, ich hab Angst. Ich hoffe, dass es der richtige Raum ist, weil jetzt fehlen plötzlich die Temperaturen. Minustemperaturen. Kannst du auf der Karte sehen, ob ich im richtigen Raum bin? Und der eine läuft wirklich nach da oben. Ja, aber dann müsste ich in diesem blöden Raum, um das Licht anzumachen, ja? Das ist aber so geil. Scheint, dass man nicht so mehrere Kameras hat. Du rennst jetzt weiter geradeaus. Oh mein Gott. Dass der da einfach da oben hochläuft. Okay, dann gehst du jetzt an der Treppe vorbei, jetzt rechts hoch. Ja, und geh in den Raum, verbarrikadier dich. Viel Spaß. Ah, oh, nein! Gut. Nein, nein, nicht mich! Einer ist gestorben. Na toll, jetzt können wir das nicht mehr machen, weil er tot ist. Oh nein! Du könntest ja, wir zünden es einfach an. Ihn zu Ehren. Ja, sehr gut, geradeaus. Und jetzt links. Das ist der Raum. Ach Mann, jetzt ist er eigentlich wieder tot. Ich mache jetzt das Licht in dem Raum an. Aber es funktioniert nicht. Ist der gequittet? Weil die Sicherung raus ist. Wird es gleich die tiefe Stimme machen können. Mann. Ja, stimmt. Wer macht die Sicherung rein? Ich bleib mal lieber hier in dem Raum. Ich weiß nicht, ich bleib mal hier und warte auf euch. Tja. Was passiert denn, wenn man dreimal Bloody Mary sagt?
Ich will das Weißer! Dieter? Brechen wir ab. Du hast doch deine tiefe Stimme. Ja, jetzt müsste aus sein, wohl. Kannst du nochmal in den Raum gucken? Ja, ja, jetzt ist sie aus. Er so, was ist das? George, gib uns ein Zeichen. Oh, was ist das? Scheiße! Hast du gehört? Ja! Was ist das? George, gib uns ein Zeichen. Das hätte gewirkt, weil die beide Schisshasen sind. Ja, das war so, ey, schade. Ich weiß nicht mehr, wo der Raum ist. Nichts gegen euch zwei, falls ihr das jetzt mal anschaut. Aber ihr seid herrlich, ihr beiden. Ich mag euch. Ihr seid lustige Mitspieler. Ich hab mich verlaufen. Und das wär einfach. Hat sich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Oh Mann! Ich feier es! Oh, haben die Schiss? Wir haben richtig Schiss. Wir sollten es nochmal machen, TJ. Ja, normal schon, weil sagen wir mal, wir müssen das nochmal probieren. Übel. Ich hoffe, gut, die aber ich geh jetzt kurz aufs Klo. Ja, mach das. Und danach, ich hoffe, dass die nochmal mitspielen. Dann müsst ihr sagen, ja, da was nicht geklappt hat, müsst ihr das nochmal probieren. Und dann wird er mit der tiefen Stimme. Was ist das? Hast du noch mal nach Beweisen geguckt? Ja, das war schon lustig, oder? Also es hat jetzt nicht so gut geklappt, wie es eigentlich geplant war. Aber das sind so richtige Schisshasen, das wäre so geil gewesen. Was sie wohl jetzt mit dem Leben? Ja, die lachen sich wahrscheinlich tot jetzt über uns. Nein, ich gehe da jetzt nochmal rein und guck nach dem. Falls ich sterbe, kann ich noch mit den anderen. Und dann fährst du los. Du guckst auf der Karte. Oh, oder Mann. Du guckst nach Orbs. Der andere will es aber unbedingt wissen, ne? Der will es unbedingt wissen, der andere. Geisterbox bringt nichts. Geisterbox bringt nichts. Bei der. Da weiß ich nicht. Haben wir UV-Licht? Okay, ich renne nur schnell rein. Falls ich sterbe, fahren wir. Ich würde das ja gerne sehen, aber man sieht so schlecht. Man weiß ja nicht jetzt, wo der herkommt, ne? So. Mach die Hose hoch. Na. So, leben die noch? Was machen die? Ja, der eine will noch mal reingehen. Er meint, wenn er stirbt, dann kann er wenigstens mit uns noch reden. Oh, George Smith. Ah, ist er schon drin? Ja, ich denke mal, der ist schon sind drin. Sind beide drin? Ich wette, der handelt sofort, wenn ich reingehe. Oh, sind die Kerzen aus oder sehen wir die nicht? Ah, nee, wir sind im falschen Raum, glaube ich, oder? Nee, doch nicht, und richtig. Nein, das ist der Raum. Aber warum ruft der denn hier nicht hier dann? Ach, da komm da. George, kannst du was ins Buch schreiben? Irgendwo so hoch? Du bist, dass wir auch im falschen Raum sind, gell? Hat damit sicher extra gesagt. Nie. Gib mir ein Zeichen. Warum bist du hier? Wie alt bist du? Kannst du mir ein Zeichen geben? Ich würde dir gerne ein Zeichen geben. Kannst du in das Buch schreiben? Meinst du, der kennt das, wenn man was durch die Gegend wirft? Aber hier kann man nichts nehmen, ne? Nee, in der Schule kann man einfach nichts nehmen. Ah, oh, schade. Der hätte sofort wieder Schiss gekriegt, wird mal. Schreib ins Buch. Ich hasse die Schule. Man kann nur vielleicht den Ball holen, aber den erstmal finden. Keine Hinweise, ich hau wieder ab. Ah, schade. Drück schon mal den Schalter. Vielleicht schaffe ich es nicht mehr durch die Tür. Ja, kannst vergessen. Doch, ich habe eine hingestellt. Ja, stimmt, diese einen Bücher konnte man nehmen, die auf dem Tisch stehen, liegen normalerweise. Ich habe doch eine Orb-Kamera da. Im Regal, die konnte man auch mal nehmen, aber die kann man nicht mehr nehmen. Die gehen nicht mehr. Och Mann. Na dann halt keine Orbs. So,
hat jeder seine Lotterie eingetragen. Wir fahren jetzt los. Da tun wir mal irgendwas da. Hoffentlich machen die nochmal mit. Das können wir auch nicht mitnehmen. Ja, komisch. Ah, die vom Pult, genau, die kann man normalerweise nehmen. Ach, hier liegen aber leider nicht die Tür, oder? War leider ja. Ja, hier ist so ein Buch, das kann ich auch nicht aufheben, geht auch nicht. Ich würde es ja gern jetzt noch. Ging mal alles, das war.